Ja, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Diesmal Mars Warlocks. Auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber schauen wir mal. Starten wir mal direkt rein. Neues Spiel. Easy, Medium, Hard, Extreme. Medium ist Default. Jetzt weiß ich halt nicht, was zwischen Medium und Hard der Unterschied ist. Ich weiß noch nicht so genau, wie fair das ist. Bei Schwierigkeitsgraden weiß man immer nie so richtig, ob es einfach nur ein bisschen schwieriger wird, weil man ein bisschen mehr aufpassen muss und cleverer sein muss, oder ob man wirklich einfach bestraft wird, ja. Und einfach Gegner exzessiv besser werden oder irgendwie Vorteile haben oder so. Na gut, bleiben wir einfach mal beim Default Medium und schauen mal, wie es läuft. I found myself up to my neck in the war before I knew it, before I saw it coming. I was never much for politics. The rivalries between the Water Guilds was something that didn't concern me. I was a teenager, and I had my own set of problems. Thinking back, I was a pretty carefree kid living a good life. My friends and I got together to talk and do nothing most every night. And then one morning, the soldiers came to take me away, me and a lot of other guys from the neighborhood, to defend the guild. I think I was actually proud at first. They gave me a uniform and a gun. And then I understood. Up close, war doesn't make you a hero. It makes you tired. It's nothing more than bloody marches. Blistering days, men stacked up against each other in sweaty trenches, stinking, covered in lice. So exhausted we can't sleep, shaking from the thought of what the next night will bring. The night, infernal marches, tramping through blood and shit. Herded like cattle by overzealous officers, sending wave after wave of idiots like me off to get butchered, screaming at us like it was all our fault. Stupid kids who shit themselves at the first sight of a blade, and cried like babies when ordered back to the front. It could have gone on like that, until I ended up face down in the dirt, but I was one of the lucky ones, captured, and stuck in a wagon full of guys I barely knew. They rounded us up and tossed us in a cattle car, packed in like mutants, and sent us far away behind enemy lines. I don't know if it's night or day. I completely lost track of time. Nothing really mattered to me anymore. You are now in Camp 19. If you watch your step, we will get along just fine. Prisoners to Camp 19. Get off the train and stand in line. They shoved us out, lined us up, and welcomed us to our new home. You're about to meet the sand pit. I want every one of you clean within the hour. You will then be taken to the registration office.
You will inform them of what you know how to do, and you will be assigned a post and a bunk. Now, get going! Fall out! A new day. At least we got a chance to clean ourselves up, even if all we had was sand. Ja, typische Kriegsbeschreibung, ja. Nicht viel anderes zu erwarten. Aber der Wagen war relativ groß, in dem die jetzt drin waren, ja. 10 Hanseln in so einem riesen Volumen untergebracht. Get a load of these fellas. Fresh meat. This just makes my day. I was getting tired of drilling the same old asses. Hey, you're not bad looking either. Chill out. Yeah, you got a real pretty mouth. What do you want? Cat got your tongue. What are you, special? Is that it? Fetzel, yeah. Possibly. You a nutcase. Maybe you get off watching. Go take a seat. After all, this is the only entertainment you'll get in here. Isn't that right, guys? Uh-oh. You just won't stop yakking, will ya? Spit it out, you got something to say. What's that? Speak up. Nobody can understand. We want to find you, we will. This place ain't big enough to hide from us. You crazy. You need to be put down. Schon sehr langatmige. What, you insane? You looking for pain? You mental? Fucked in the head? Nah, I don't need this. You're already dead. Sick fuck. Just think about what you're gonna do to this poor bitch. Brings a tear to my eye. I just can't watch. I'm sensitive. Forget it, guys. This cunt's not normal. I don't want to catch what he's got. Kann ich die Penner nicht mal umbringen? Eine Schweinerei. Geht ja schon gut los. Hey, thanks. Thanks for the help. Oh, da sind wir gar nicht eher. Okay, I couldn't just stand there and do nothing. Ist doch genau das, was er gemacht hat. Rumgestanden und nichts gemacht. I wasn't doing you any favor, weiß ich nicht. In what of all I wanted was keep it for myself. Alles ein bisschen daneben, ne? I wasn't doing you a favor, ist die Frage, was er damit meint. Also natürlich im Sinne von, er muss halt irgendwie selber klarkommen, aber naja, nehmen wir mal das. It's history. Forget it. I wasn't gonna just stand here and watch him. How are you doing? Better. It's weird, I feel better than I have in a while. Thanks again. Innocence. Also die Namen sind ja schon ein bisschen speziell da. It's nothing. Let's get out of here. Enough already, let's get out of here. Don't ever thank anyone until after they've helped you. Come on, let's get out of here. Ja, sehr guter Hinweis. You shouldn't be so eager to thank a guy you barely know. Now, if you don't mind, let's get the fuck out of here. This place stinks. I'm good. I'll follow you. Leave the sandpit. Uiuiui.
Das ist ein bisschen arg empfindlich. Da muss ich nochmal schauen. Controls. Das können wir mal hier eine Stufe runternehmen. Ja. Wird sogar immer noch ein bisschen weniger sein. Ist ziemlich anfällig. Gut, was haben wir hier? Das blinkt. Containers and piles of waste can be searched in order to find different sorts of materials. These can be used to craft items such as ammunition or upgrades for your arms and armor. Or just trade it for other resources. Zweimal Hardware. Oh, Inventory, was haben wir? Wir haben eine improvisierte Waffe. Okay. Physical Damage 9. Wir haben eine verranzte Prison Uniform. Physical Damage Reduction 13%, aber ganz schön ordentlich für so ein bisschen Klamotten. Ein Crafting Kit. Kleidung und Hardware. Craft Injections. Serum für ein Health-Dings, okay. Okay, already equipped. Shoulder leather. Forearms empty. Okay, dann brauchen wir also ein bisschen Materialien, Leder und Gelöt. Recycling. Chance of retrieving components. So, von Hardware 50, das lassen wir mal. Leder. Okay, das könnten wir dann noch aufmotzen, wenn wir hier ein bisschen Cloth finden. Okay, da haben wir dann hier irgendwelche Punkte, die wir dann vergeben können. Skills, Attribute. Skill not mastered. Points remaining 0. Okay, also. Oh shit, this stuff is finished. I'll never be able to fix it here. And they'll never change it. Oh, fuck me. Hey, hey, I'm working. I'm not here to shoot the shit. You just seem to be spinning your wheels, is all. Shit, this camp's a ruin. I don't have what I need to repair the thermal conductors or the sand pump, and I need something to tighten these bolts. And of course, my wrench is broken. I'm keeping busy, though. I can always unblock the sand extractor. Ja, wenn mich belohnt. I'm not too busy just now. Can I give you a hand? Looking for something in exchange, I guess? If you can dig up some parts and a wrench, I'll be grateful. But I already took everything in the stock, and I got no idea where to look now. What exactly do you need? I need 2 resistors, 3 bits of sheet metal, and a number 9 wrench. I'll get that for you. If you can do that, man. Pretty much a wasteland equipment-wise around here. Why help the mechanic? I mean, even if he seems all right, he's still an enemy. Yeah, true, but I think it could be useful for us to get on his good side. He could give us equipment or serum. Dass selbst wenn er rumsteht, die Kamera so hin und her wabert und wackelt, das ist schon ein bisschen nervig. Aber eine Map, wir haben eine Map. J Mechanic Sandpit, First Steps in Prison. Da haben wir noch einen Bob. Da ist der Mechanic. Okay, dann müssen wir da anscheinend, jetzt wollte ich schon wieder scheinbar sagen, auch hin.
Also sehen wir uns erstmal nochmal hier um, aber hier geht es ja dann nicht weiter. Aber nicht, dass wir irgendwas liegen lassen. Hallo Leute. Pilze. Kann man aber nichts machen. Was haben wir hier? Scrap Metal. Nun gut. Oh, Fetzo. Können wir jetzt doch aufs Maul hauen, den Penner. Did you have fun? I hope she's still wet, because I'm gonna ride her hard. Been waiting for you. Me and the guys decided that we didn't appreciate your attitude. You may be crazy, but even if you're too fucked up to know when to open your mouth, we've decided we'll show you how to close it. Right, time to teach you some manners, darling. Live and learn. Okay, wie ist Ding damit? Unser Azubi hier. Aber der Azubi kämpft nicht mit, hä? Your blocking, was war das? Oh, treten! Steht aber auch noch rum und wartet, dass er auf die Fresse kriegt. Fetti! Dann kriegst du jetzt auch mal auf die Fresse hier. So, war's das. Hey there! Stop that right now, you worms! You're looking at what? Alter! Take these wrecks to the infirmary! They nearly got killed! Hätte aber 10 Sekunden später kommen können. Na, müssen wir das ein andermal beenden. It's the same thing. Every time we get new arrivals, always gets them excited. Some days I wish I was at the front. You could have killed them. What do you think those bastards would have done to us if it had been our faces buried in the sand? You gotta do what it takes. Yes. By the way, name is Roy. And yours? My name's Innocence. Roy? Aren't you from Aurora? Afraid so. They called me Temperance back then, but I chose Roy. Those virtue names aren't really my thing. Oh, hey, sind schon okay. Blöd, ja. I guess Temperance doesn't fit. Let's go to the mess hall, we need to talk. What hall did you crawl out? Ja, hier gehen wir mal zur Hall. Yeah, let's go to the mess hall. We need to find a place where we can talk. Okay,
I'm right behind you. Experience gain. Congratulations. You just went up your first level. Press K to check your skill tree. Zwei Punkte remaining. Renegade. Combat. Technomancy. Okay, das ist... Oh, warte mal. Steht da was dabei? Was... Okay, cannot spend on this tree. Nun gut, also wir haben Renegade-Zeug. Foes are less likely to dodge a scent throw. So scent over a large area. Enemies remain blinded for a 50% longer period. Sand werfen? Mhm. Attacks from behind deal plus 50 damage. Stealth is increased. While standing still in stealth mode. Allows you to keep moving while using an injection pack. 25% maximum life. Health injections. Give plus 5 more health per second. Haben wir hier minus 25% Damage while evading. Faster Recovery after Evasion. Vielleicht. Physical Damage Reduction. Das ist doch schon mal ganz gut, wa? Allows to parry attacks coming from any side. Parry Projectiles. Ja, dann machen wir ihn erstmal hier ein bisschen härter im Nehmen. Das ist immer jeweils ein Punkt. Scheint fast so. Gut, okay. Drei ominöse Hardware. Was soll aber das für Hardware sein mag? Ah, okay, da sind wir. Dann haben wir hier so einen Hof. Man kann mit M die Map aufmachen, aber man kann sie mit nochmal M nicht wieder zumachen. Ah, mit Tab geht's auch. Okay. Der liegt da vor der Treppe, da kommt man nicht mehr hoch. Scrap Metal. Das hat doch der Döde gebraucht da, ne? Der Mechaniker. Unter anderem. Hey Roy, just wanted to tell you, everyone's talking about how you took out the fat guy. He was embarrassing the entire Aurora army. Here, take this. A little thank you. Huh, thanks. Cracked tube. Naja. E for inventory. Certain items can be upgraded or recycled. Ja, Recycling ist wieder so eine Sache. Da weiß man aber nie so richtig, was man vielleicht mal brauchen kann. Aber vielleicht erschließt sich das noch. Okay, da brauche ich Cloth. Leder, Hardware und Scrap Metal. Aber Moment mal, hier habe ich ja schon Leder. Reinforced Leather. Da brauche ich trotzdem nochmal zwei zusätzliches Leder. Na super. Improvised Weapon. Damage 9. Cracked Tube, Damage 10, ja, das ist doch schön. Was sind die Punkte da hinten? Kann man das. Ah, das sind Slots, okay.
Handle is empty. Mit Fabric. Chance auf einen kritischen Hit um 1 erhöht. Naja. Da brauchen wir Cloth, das haben wir nicht. Cloth ist ziemlich begehrt, hä? Also Fabric können wir auf jeden Fall mal machen. Chance auf kritischen Treffer plus 1%. Das klingt jetzt nicht so brachial, aber wir haben ja die Zutaten, also was soll der Geiz? Ich weiß auch nicht, ob so eine improvisierte Waffe oder so, also ob so eine Waffe kaputt gehen kann. Wenn ich jetzt die anderen Sachen habe, kann ich die auch recyceln? Ich kann jetzt zwar hier das Ding ausrüsten, aber ich kann nur Crack Tube recyceln, nicht das improvisiert, aber das kann auch daran liegen, weil das so ein Basis-Equipment ist, ja. Ja. Na gut, soweit, so gut. Die Punkte haben wir ausgegeben. Jetzt müssen wir noch zur Messe gehen. Oh, das ist ja besser. Was gibt hier drüber? Das ist ja schön. So, was haben wir hier? Schauen wir uns hier mal um. Einfach noch ein größeres Gelände. Ach, da unten ist wahrscheinlich ein Questgeber, der Typi. Oh, was sind das? Tomaten? Irgendwie kann ich die Empfindlichkeit gleich nochmal ein bisschen runterdrehen. Je mehr geht's dann auch bald nicht mehr. Der hackt seine Tomaten hier. Sieht aber auch ein bisschen fertig aus, der Typ. Hey Roy, I don't know what you did, but Bob was looking for you a couple minutes back. He's on guard in the next block. Guess he wants to talk to me about the fat guy. Thanks for the info. No problem. Later. Bob. Naja. Er hat ziemlich viel Stress mit seinen Liegestützen hier. Wieder rum keucht, hätte ich beinahe gesagt, aber ist ja kein Keuchen. Yes? Gibt's was zu sagen? Nee. Come on, let's go. Mehr Hardware. Weil die Fenster jedes Mal wegklicken muss, ist auch ein bisschen blöd, aber gut. Genau, der da geradezu, das ist dann wohl der ominöse Bob. Wenn er schon markiert ist auf der Karte, der kann wahrscheinlich auch irgendwie 60 Tonnen Material einfach tragen hier. Wie es aussieht. Noch mehr Tomaten. Ist ja gut und schön mit den Tomaten, aber erstmal hätten sie noch viel mehr Fläche, die sie bebauen könnten. Insbesondere, wenn sie schon eine Beleuchtung haben, könnten sie da noch was daneben stellen.
Andererseits sind Tomaten allein aber auch nicht so das Wahre, ne? Wenn sonst nichts hat. All have different tactics depending on their type and equipment. Checking the fight tab in the Warlock may help you find the right strategy. Ist das so? Warlock fights. Throw scent in the eye of an enemy, blind them. Oh, das Wiel, genau, ich erinnere mich, da stand mal was dazu. Guardbreak. Rollen, das haben wir gemacht. Okay, das macht er dann sofort. Ich glaube, ans spitze Ende will ich nicht, ja? Das sagt die Intuition und Vernunft. Ein Hund? Strange. Looks rabid. I have to talk to the kennel master. Thanks for helping out, Roy. We'll take over now. Approach the defeated foes. Search their bodies. Maybe find more items. Na gut. Und? Oh, Leder. Das höre ich gern, weil... Da kann ich hier nämlich meine verranzte Prison-Uniform... Da brauche ich zwei Leder. Oder Cloth. Da brauche ich auch zwei Leder. Da brauche ich Cloth. Und Leder. Na gut. Irgendwann werden wir mehr Leder haben. Hallo Bob. Sorry. The dog attacked you, really? I don't understand. Usually the guy that takes care of them trains them really well before letting them go. By the way, I heard you kicked ass with that fat guy and his gang. It's true. Man, to be honest, he got off easy. Mm-hmm. You know, even if my comrades had to get involved, I really think most of them are glad you did what you did. I know that even with you people, this guy would have ended up in front of a firing squad. But here you're prisoners of war. And plain cop? Not your role, really. Even if that guy is a real bastard who should have never been in the army. If I understand right, you're happy but you think you've got to preach to him. You know what that fat bastard wanted to do to me, right? I know. But it's our responsibility. Can't accuse you of working too hard. Sehr schön. True, but the kid? I didn't want to steal your job. Okay, I remember. Can't accuse you of working too hard. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt anpissen muss, aber... Nehmen wir mal den Weg hier. Listen, I don't want to intrude, but I just couldn't let him do it. Forget it. I understand. I didn't even know what I'd done myself. If they'd gotten him, he'd have been sent down the hole. It cost him. He'll be in the infirmary for a while, and with a bit of luck, it'll calm him down. Glaube ich nicht. Selbst wenn. In there, I might have helped you. Working off steam, you know? Work off steam? You got problems to work out? Just bored shitless, that's all. Right, I'm back on guard. Bye. Hmm. Yes? Okay. Come on, let's go. Da gibt's also nichts zu sagen. Okay, das war Bob. Weiß ich zwar nicht, warum Bob mir reden wollte, außer dass er mir sagt, ja, alles klar. Deswegen muss er mir ja nicht bestellen lassen, dass er mit mir sprechen will. Ah, first objective needed by the mechanic.
Habe ich eigentlich hier einen Quest-Log? Da haben wir einen Charakter. Oh, ich habe einen Punkt, den ich spenden kann. Und Quick Learner kostet einen Punkt. Experience from defeating enemies plus 10%. Ja, sicher. Warum auch nicht? Das sind die Skills. Abundance ist the oldest of the water company. It was created just after the turmoil by the survivors of the Hydro Engineering Corps of the Martian Nations, which managed the development of the planet's water resources. After the Great Catastrophe, Abundance had a single objective: ensure the survival of all the colonists by ensuring the provision of water to as many enslaved as possible. In a way, this meant continuing the Emin mission despite losing contact with Earth. But during the long period of chaos that followed the turmoil, the founders of Abundance went little by little come to understand the power they had in the new Martian society. This, although they had begun as a neutral structure, Abundance progressively became an enlightened dictatorship, natürlich. Before transforming into a consortium as despotic as it was monolithic. Its hierarchical and militaristic structure has made it very powerful despite the appearance of rivals against whom it wages a quasi-perpetual war. Aurora is the youngest of the four water company. It was founded by the pioneers seeking to discover new sources of water to escape from the straitjacket of other guilds. But after some success, the risk involved in the process and the loss of technical ability would lead the guild to eventually join the war for the known sources. The stamp of mysticism each of its citizens bears a virtue name. Ah, das sind wir, okay. That is supposed to describe them. Today its power lies in the large number of technomancers in its ranks, as well as in the daring and strategic skills of its new Dowser Wisdom. Okay, also das sind offensichtlich wir beide, weil wir hatten ja auch so eine komischen Dingsnamen. Also wir gehören dann wohl zu Aurora. Camp 19 Guards are abundant soldiers withdrawn from the front for health reasons or some failing on the battlefield. They take fewer risks and their greatest enemy is boredom. Everyone is afraid of the camp leader, the technomancer Sean, who is known for his intransigence and severity. The prisoners in Camp 19 are all Aurora soldiers captured during the war. They have to work in and maintain the camp. With each assigned a role on arrival. Okay, die sind alle Aurorianer. Most of them are stoically waiting for the end of the war, but some are taking advantage of the situation to do business or dream of escape. Oder Neuankömmlinge belästigen. Roy is a strange man with a troubled past. His virtual name is Temperance, but he doesn't like being called that and prefers the name he chose himself. He was originally from Aurora and is now a prisoner of war in Camp 19. Innocent Smith is a young man who got caught up in the war against Abundance despite himself. What? Got caught up in the war against Abundance despite himself. Also, wenn man das sagen will. Despite himself, keine Ahnung. Irgendwie passt es da nicht hin, oder ich erschließe es mir gerade nicht. He was completely traumatized by the violence of the fighting and by having to kill other soldiers. Fetzo is a pervert, ist mir aufgefallen. His unhealthy appetites make him the terror of Camp 19. If he hadn't been captured by Abundance, his behavior would probably have led to court-martial. In a way, he's enjoying a respite and takes advantage of it as often as possible by mistreating new arrivals. Bob is one of the guards in Camp 19. He's from Abundance. He is fairly friendly with the prisoners, even helping them on occasion. As with many of his comrades in the camp, he's not a career soldier, but was an engineer before the war. Okay. Abundanzianer. The mechanic works in Camp 19 for Abundance. He's in charge of keeping the equipment in good order, but has few resources to do so with and always seems to be missing something. Yes. Mars is now a habitable planet, but living conditions are very harsh. The solar radiation is lethal. Water is very rare. Plant growth stunted and the animals mostly mutated. Despite everything, there are many enclaves belonging to the different water guilds.
Mars has been colonized for over 2 centuries by Terrans. It is still not possible to speak of complete Terra formation. However, as in the beginning, there were only scattered enclaves in the most likely regions for human and animal colonization. Places sustained by the creation of plants that could thrive and produce a breathable atmosphere. Cities were built on the Red Planet, along with agricultural areas, mines, livestock breeding areas, and research centers, so the colonists could sustain themselves on the planet. Different animal species were also imported, with the idea being to eventually create a new Earth, but unfortunately the goal was brutally cut short well before the process could be finished. After the colonists had been on the planet for nearly 70 years and had begun to flourish, Mars tilted on its axis during a catastrophe that affected the entire solar system. Many buildings were destroyed and communication with the Earth severed. Many of the inhabitants forced to flee the ruined cities and agricultural areas were exposed to the terrible solar radiation, and the survivors became the dust mutants rejected by society. Water quickly began to run short, with the distribution companies gaining new power, replacing governments. Es ist natürlich die Frage, wenn die das schon geschafft haben, Mars zu terraformen, dann müssen die auf dem technologischen Stand her auf der Erde ja schon ziemlich weit gewesen sein. So ein bisschen die Frage dann, was auf der Erde so los ist. There are therefore two peoples coexisting on Mars, the Dust and those who remained human. The latter governed under the banners of 4 large water companies with different histories, philosophies and ways of life, and which are in perpetual conflict. Now Aurora, the youngest of the guilds, is at war with abundance, and that for the excellence of its generals, the large number of technomancers in its ranks, and the unexpected involvement of the militias in the conflict, it would doubtless have been swept aside. Also halten Sie sich mal zumindest. The Camp 19 is a camp created by Abundance to house Aurora prisoners of war. It is an old drilling well located away from the front and an ideal holding area. The prisoners work at different jobs here to keep the camp running independently. Trains are the only link to the other enclaves. Sandpit or sand shower is where prisoners can wash, or it is unfortunately a dangerous place, especially for new arrivals who are unaware of the violence that can occur. Besonders von Fetsu. Okay, human enemies can parry armed attacks and dodge guard breaks attacks if they are repeated too often. Most enemies are humanoid and can be dangerous when in large numbers. Try to split them up by stunning, wounding, or blinding them, and by varying your attacks. Dogs can be tough opponents if attacked from in front. Habe ich mir schon gedacht. Wait for them to attack, to go around them and strike them from behind. Dogs are immune to blinding and crippling wounds. Okay, da hätte das eh nichts gebracht mit dem Sand. In deadly shadow mode, you don't make noise when moving and you reduce enemy's field of detection. Use X to switch between stealth mode or go back to normal mode. Switch to stealth mode to approach enemies without being detected in order to take them by surprise. An attack from behind, a surprised enemy generates a lot of damage and can even knock him out of the fight instantly if you have unlocked certain stealth skills. Okay, dann sind die vielleicht doch gar nicht so verkehrt. So send in the eyes of nearby enemies to blind them. Attack directly using the skill wheel or an assigned shortcut. The skill is very handy for rendering an enemy almost completely powerless for a time. Note, an enemy who has already been blinded has an increased chance to avoid the sand throw. Enemies with glasses or helmets and animals are unaffected by this skill. Das macht sogar irgendwie Sinn. Hat unten noch was? Nee. Okay, Rolle kennen wir. Das Blocken hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Let's your parry enemies armed attacks. Parry at the last second to trigger a counter attack. Don't stay in defensive mode for too long, or your enemies will use attacks that can be parried to destabilize you. Can't be parried. When upgraded, parrying becomes easier to use and the counter attack frequently stuns enemies. Push nearby enemies without doing damage. Use F to launch this attack. Okay, das haben wir auch schon gemacht. In a row against an enemy, he may dodge it and might even counter-attack. Okay. Ja gut, und Armed Attack kennen wir auch.
Obviously, the fat guy was really pissed off. Was really pissed off that he'd been humiliated in the sandpit. So he was waiting for us outside, pretty sure of himself. Roy gave him a lesson. I figure it'll take some time. I figure it'll take some time to forget. He probably would even have killed him if the guard hadn't gotten involved. I have to wonder where they were when I needed them. Yeah. Deal with the dog attacks. Mean dogs. Find the parts needed by the mechanic. 2 von 6 haben wir schon, okay. Gut. Da müssen wir aber noch ein paar mehr Doc-Attacks. Was? Ich will aber die leuchtende Kiste aufmachen. Oh. Das wollt ihr wohl nicht, ja? Oh, da hat eine Brille auf, die kann ich nicht blenden. Consult the character tab in-game. Character feats. Use the points you earn at each level to unlock the feats best suited for your playing style. Okay. Aber dazu, mitten im Kampf kommt es ja auch ein bisschen ungünstig. Wieso schlägst du hier meinen Innocence? Alter, denk dir einen neuen Namen aus. Der Name ist dumm, Innocence. Damit machst du hier keine Freunde. Ich hätte es auch fast erwischt, den Kollegen. No items found. So undankbar. Yes. Immer noch nichts. Okay. Come on, let's go. Cloth. Sehr schön. Brauchen wir hier für alles. No items found. Na, das hat sich ja gelohnt, wa? Was haben wir hier in der geilen Kiste? 10 Serum. Okay, ich glaube 20 waren es, ne, für einen Heiltrank, als ich das im Crafting gesehen habe. So, dann haben wir hier noch. Scrap Metal. Okay, rechts geht's zu irgendeinem Krater. Krater Area, ich weiß nicht. Wenn er mich so explizit fragt, dann gehört das wohl hier nicht zur Map. Ist hier auch nicht drauf, also lassen wir das mal noch. Roy, so you finally taught the fat guy a lesson, huh? Ha, that fucking vermin, good one. Sehr schön, freut mich, dass ihr mich nicht angreift und meine Gewalt gegen den Penner gut heißt. Okay, 3 von 6 Mechaniker teilen. Noch ein Hund. Mehr Scrap Metal. Das finden wir halt in riesigen Mengen. Nicht, dass ich das gerade brauchen würde. Klopfzeug ist irgendwie gerade kritischer. Hier von 6 Mechaniker teilen. Und Meister, wie geht's? Okay, wo geht's denn da unten hin? Oh, das wäre der Weg gewesen, wenn ich nicht den Umweg gelaufen wäre oder so. Genau. Bin dann nach unten gelaufen da, anstatt geradeaus durchzugehen. Dann suche ich hier mal noch ab. 5 von 6 Teilen. Da haben wir eine Wache stehen. Ja, ich bin hier durch die Tür gelaufen. Genau. Hey, you! If you're heading to the mess, make sure you watch your step. Don't even think about doing the same thing you did with Fatso. Was not our fault, ganz genau. Nice of you to look out for me. Ich weiß nicht, ob man so passiv-aggressiv sein muss. If you'd done your job, it wouldn't have happened. Ich weiß auch nicht, ob man aktiv-aggressiv sein muss. Wasn't our fault? He didn't exactly give us a choice. Yeah, yeah. The fight, that part I get. But you went too far. Keep your head down for a while, okay?
bin ich mal ansatzweise so weit gegangen, wie ich gehen wollte. Weil ihr mich nicht gelassen habt. Cloth. Sehr schön. Können wir gleich nochmal craften. Oh, und wir haben alle Mechanikerteile gefunden. Da geht's zur Zisterne. Das lassen wir aber auch mal. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dem Mechaniker zurück. Können wir direkt die Teile abgeben. Oh, hätte ich mit dem Ding eben interagieren können, links. Ja, Meister. You find my parts? Yeah. Find the parts. Everything you asked for. Oh, hey, great. They should have given me an assistant like you. Here's some serum. It's all I can give you without running into trouble. Need anything else? Still need parts? Not just now. I'm getting back to work now. All right then, see you. 10 Serum. Jetzt läuft doch. Ah, Sandpit, Zisterne rechts, Messe, Crater. Okay, das ist also ein Wegweiser. Okay, schauen wir mal. Wir haben Punkte acquired. Okay, wir haben 3. Wir können Snooper. Chance of Loot Enemies, 20%. So Sachen sind natürlich gerade am Anfang gut zu leveln. Wo man wahrscheinlich auch noch am ehesten den ganzen Kram braucht. Unlock new craftable items. Ja, weiß ich nicht. Ich kann ja bisher noch nicht mal alles craften, was ich... also an Teilen ausbessern könnte und so, also erweitern könnte. Dann denke ich mal, dass wir das einfach mal erhöhen, hier den Loot-Chance erhöhen. Die Loot-Chancen erhöhen. Jo, dann haben wir noch Skills. 6 Skillpunkte. 25 Maximum Health. Also das nehmen wir jetzt schon mal, wenn wir schon 6 Punkte haben. So, da haben wir... Parieren. Ich weiß nicht, Damage while evading. Also ich dachte, wenn man evadet, kriegt man gar keinen Damage, aber... Anscheinend schon. Less likely to dodge a sand throw over a large area. 50% länger geblendet. Ist auch alles nicht so verkehrt vielleicht. Wobei dann wieder die Frage ist, wem man wirklich blenden kann, weil die mit Brille und so, da geht es ja eh nicht. Ist dann die Frage, ob das später noch so sinnvoll ist. Ich weiß auch nicht, wie exzessiv man hier Punkte bekommt, also ob man das theoretisch alles leveln kann oder ob man irgendwann sehr genau aufpassen muss, was man nimmt. Attacks from behind, 50% mehr Damage. Stealth is increased. Meine Attacks from behind, das können wir schon mal einmal machen. Ob wir jetzt Stealth increasen müssen, weiß ich nicht. Keep moving while using an injection pack ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, das ist vielleicht später in den Kämpfen wichtiger. 25% Maximum Life ist nicht eigentlich 5%, sondern 25 Punkte Maximum Life ist schon eher was. Health Injections 5 mehr Health. Kloppen wir die mal hier rein. Oh, was haben wir hier? Level 2 Dinger. Effect of Injections. Dauern 1 Sekunde länger, 2 Sekunden länger. Fluid Injections. Injektionen geben 4 Punkte mehr. Ja, weiß ich nicht. Armed Attacks haben eine 5% Chance, menschliche Ziele zu verwunden für 15 Sekunden. Nailgun Attacks, 15% mehr Chance zu verwunden. Ich denke mal, dass er da noch irgendwie Schaden nimmt, dass er blutet und dann noch Schaden nimmt eine gewisse Zeit. Increased dramatically when the health is low. Ich habe halt nur noch einen Punkt. Stealth is increased 30%, während man sich bewegt. Can run quietly while in Stealth Mode. Na gut, eine Nailgun habe ich nicht, also macht das wahrscheinlich auch keinen Sinn.
Da habe ich noch keine Level 2 Dinger, das ist das Dodging Zeug. Also das Parieren. Von any side ist schon mal gut, da muss ich nicht in die Richtung gucken, das ist schon nämlich ziemlich blöd sonst. Und da haben wir schon alle Punkte direkt vergeudet. Und wir sind auch jetzt schon mal wieder an der Stundenmarke angekommen. Also manchmal an der Stelle Schluss für diese Episode und dann geht es beim nächsten Mal an der Stelle hier weiter. Bis dahin. Ciao.